Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roblox, Leute. Und zwar ist Gaming Ghost mal wieder in einem Pet Simulator X-Fact dabei, aber Gaming Ghost guckt mir heute zu. Hallo Gaming Ghost. Hallo Ivo. Du guckst mir jetzt heute zu. Ja. Und hast du schon mitbekommen, dass ich in der letzten Folge und in der vorletzten Folge ein bisschen mit dem Admin-Panel rumgespielt habe? Das habe ich schon mitgekriegt, ja. Du hattest ganz komisch viele, ganz seltene Pets ich gehabt, weiß, ja. Hier, Admin-Panel, das kann man sich für 300 Robux kaufen. Ja. Also sozusagen 3 Euro. Ja. Und dann kann man hier raufgehen und hier kann man sich Eggs, Exclusive Eggs kostenlos spawnen. Man kann sich Währung kostenlos spawnen und natürlich Pets. Ja. Und wenn man hier auf Pet-ID, man kann sogar auf Huge Peacock und kriegt dann einen. Ach. Aber hier Pet-IDs. Ja. Und dann kann man hier Sachen eingeben. Wie zum Beispiel, was möchtest du denn jetzt für ein Huge Pet haben? Ein Huge Pet. Warte, ich zeig dir mal Gibt's kurz. Ein Einhorn? Ich zeig dir mal kurz eine Seite, da kannst du hier eins aussuchen. Bis gleich. So, jetzt gehe ich hier auf Huge, jetzt gebe ich hier Huge Rainbow Unicorn, hier Unicorn, ist es. Juhu. 352 gebe ich ein. 352, was war das? Ach, jetzt. Und dann spawn. Und jetzt ist das Pet gespawnt. Nein. Und es ist hinter mir. Das ist ja klasse. Jetzt, ich kann mir einfach das Pet spawnen. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Spiel nicht morgen wieder offline du ist. Du weißt ne? schon, dass unser Spiel wurde mit den Neon-Eiern doch schon gelöscht. Das Neon-Eier-Spiel ist schon weg. Aber wir können es fortsetzen, weil es von den gleichen Entwicklern ist eigentlich. Und das gleiche Spiel im Prinzip. Ach so, dann können wir das nochmal machen, ja. Ja, und ich habe auch im alten Spiel mir das geholt und habe das einfach behalten, jetzt weil es von den gleichen Entwicklern ist. Das ist klasse. Ja, es ist und funktioniert in jedem Spiel. Ja, in jedem Spiel von den Entwicklern. Genau. Und die das sind ganz viele Eier. Sind die von dir oder sind die von jemand anderem? Nein, von jemand anderem und das wurden alles Huge-Eier, deswegen liegen die da rum. Ach so, ja. Weil die Huge-Eier lädt der irgendwie nicht bei mir. Aber das ist doch schon ein schönes Pad. Das ist eine coole Funktion, und ich habe mir vor allem vorhin, ich habe mir im letzten Video, und das war ja vorhin, nachdem, wo ich es aufnehme, hier diese Huge Inferno Cat geholt. Wow, die sieht auch klasse und aus. Und dann hatte ich mir noch hier ein Huge. Was war das? Das war, glaube ich, genau, eine Huge Lucky Cat. Hier, Huge Lucky Cat 317. Wenn ich das mal eingebe. Die sieht mega cool aus. Dann hattest du diese Titanic-Pads, die du da in deinen Shorts hattest. Ja, die waren auch von dem Spiel. Ja. Oder von diesen Entwicklern einfach. Ja. Genau. Ja, die waren ja auch toll. Vom Admin-Panel. Genau, das ist alles dieses Admin-Panel. Hier, guck sie mal an. Ja, das wird ja deine Zuschauer auch interessieren. Ne? Die Katze ist mal schön. Die ist wirklich ja, mal schön. Ja, wenn die Leute wollen, addet mich. Mein Roblox-Name ist ja hier dabei, Olifantivo. Genau. Ihr müsst nur diesen Namen eingeben. Das bin ich. Aber jetzt denk mal an irgendein Huge Pet oder an irgendein Titanic Pet. Ich spawn jetzt mal ein Pet, was du willst. Was ich möchte. Was gibt's denn noch? Was ein Titanic auf jeden Fall? Also ein Titanic Pet. Eins, was ganz selten ist. Titanic. Also gebe ich schon mal den Titanic ein. Titanic Red Balloon Cat ist sehr selten. Das seltenste ist eigentlich die Titanic Hippo Melon. Das Hippo Melon, das hattest du, glaube ich, auch da drin in deinem. Genau, in deinem, ja. Ne? Was ist denn hier mit dem White Bunny? Das kannst du doch mal machen. Ja, aber was ist denn Titanic Booster, du die Booster, das probier soll ich doch das mal. Ja, klar. 2060. Das Coole ist, du hast es hier kurz unten, wenn du draufklickst. Damit du es dir merken kannst. Ja. Was wird das? Das sind Titanic. Da, das Weiße, oder? War das nicht das weiß? Das ist das. Ach, das ist die Doodle Cat. Ja. Die sieht so aus. Genau. Aber warum hat die von der Seltenheit her Booster?
Und die ist mega verbuggt. Keine Ahnung. Die steht da, bewegt rum. Sich gar nicht, ne? Ja. Also ich kann ihn im Inventar Dann probier doch mal das White Bunny. Okay, dann probiere ich den. White Bunny, 3020. Und? Das White Bunny hattest du, glaube ich, auch in einem Short drin. Echt? Ja, ich glaube, ja. Da kann ich mich nicht dran. Ein Titanic jetzt. White Bunny. Doch, ich dachte, da war eins. Oh, ich glaube, ich muss den Server kurz switchen, weil alles... Ja, der Server ist stehen geblieben bei mir. Okay. Nee, jetzt geht er wieder. Ja? Ja. Ich muss gucken. Sind die Pets jetzt hinter mir oder nicht? Nee, ich glaube, ich muss kurz Server wechseln. Bis gleich. So, das ist der Hase. Hey, super, ja. Der schaut cool aus. Ich habe gerade herausgefunden, diese Cat macht dir den Server kaputt. Ja, ja. Du bist zweimal rausgeflogen jetzt, ja. Ne? Ja, aber guck mal, das hatten schon Leute. Guck mal, jetzt hast du alle drei. Das ist die normale Hippo-Melon, das ist die YouTube-Melon und das ist die Titanic-Hippo-Melon. Das ist echt cool. Das ist ja super. Du kannst dir noch ein Pet jetzt aussuchen, ein Huge-Pet, was ich spawne. Gibt es irgendeinen Löwen oder sowas? Huge... Ein Huge Lion oder ein Titanic Lion? Gibt es sowas überhaupt? Nein, das gibt's nicht. Gibt's nicht. Also irgendein Huge Pet. Wir scrollen mal durch. Ja. Pumpkin, Huge Pop Cat, Huge Festive Cat, Huge Santa Paws. Was ist ein Forest Wyvern? Das ist cool. 291 ist dann das finale Pet. Oh ja. 291. Welche? Normal? Golden? Rainbow. Rainbow. Okay. Wenn das das Finale ist, muss es ein Rainbow sein, was auch schön leuchtet. Rainbow? Ja. Und dann mache ich noch eins in Normal, damit man auch noch gucken kann, wie es in Normal aussieht. Okay. Aber das spawne ich mir erst gleich. Das ist es. Ja, ich kenne das Pad. Ich kenne das Pad. Den Forest River. Das ist er. Ja. In Rainbow? Super, der sieht wirklich klasse aus. Und in Normal? Sieht er so aus. Ja. Beide schön. Ja. Beide schön. Ein schönes Schlussbild. Ich nehme mal den normalen. Ja. So, Leute, ich würde aber erstmal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und Like da. Dieses Spiel werde ich auf jeden Fall mit dir noch spielen, Gaming Ghost. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein. Ciao.